Grüß euch! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mache ich Blätterteigtaschen mit Thunfisch und einigen anderen Zutaten. Wie immer gibt's die Zutatenliste in der Infobox zum Nachlesen. Und wenn es euch interessiert, wie ich diese super leckere Blätterteigtaschen mit Thunfisch zubereite, dann bleibt dran und Action! Hier sind die Zutaten für die Füllung, die klein geschnitten werden müssen. Und jetzt werden sie in der Pfanne angedünstet. Den Herd habe ich schon eingeschaltet und da gebe ich von dem Thunfischöl aus dem Glas, gebe ich da was rein. Dazu kommt noch ein Stück Butter. So, die Hitze reicht uns schon und jetzt geht's los mit den Zwiebeln und Paprika. Die Paprika und die Zwiebel, die dünsten jetzt ungefähr 2 Minuten zusammen an. So, die schauen schon ganz gut aus. Jetzt kommt grüner Pfeffer dazu. Der ist eingelegt und hat einen super Geschmack. Rein damit. Jetzt kommt der Knoblauch dazu. Und die Erbsen. Das sind gefrorene Erbsen. Würzig mit etwas Salz. Schalte den Herd ab. Kommt die kleingeschnittene Petersilie rein. Und der Thunfisch. Den Thunfisch muss ich jetzt zerdrücken. Jetzt kommt noch etwas Sahne rein. Okay, so kann das mit der Restwärme noch ein bisschen gar ziehen. Jetzt sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und jetzt können wir die Blätterteigtaschen füllen. Den Käse muss ich mir jetzt erst zuschneiden. Auf den Käse kommt jetzt was von der Füllung drauf. Was kommen da? 2 Scheiben hart gekochtes Ei. Und da drauf kommt nochmal eine Scheibe Käse. Jetzt werden die Ränder mit einem verquirlten Ei bestrichen. Dann klebt das besser zusammen. Und jetzt wird das zusammengeklappt. So, den Rand nochmal mit einer Gabel festdrücken. Das hebt dann auch besser und gleichzeitig ergibt das ein schönes Muster. Und so kommt das auf unser Backblech. So, alle gut mit dem Ei bestreichen, mit dem verquirlten. Und in den Backofen geben bei 200 Grad für ungefähr 20 Minuten. Aber wenn das fertig ist, sage ich euch genauer Bescheid. Okay, und so kommt das jetzt im Backofen. So, die Blätterteigtaschen sind fertig. Die waren jetzt 25 Minuten bei 200 Grad im Backofen. So schauen die fertigen Blätterteigtaschen aus. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch genug Lust auf dieses Rezept machen konnte. Viel Spaß beim Nachkochen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.